Hey, ihr da draußen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir was sehr Spezielles. Die Idee dabei kam mir nach einem anderen Video. Und zwar, ich werde euch hier mal kurz einblenden, das Video. Pferde, die ich bereue, gekauft zu haben. Und dann haben manche darunter geschrieben so, oh, die Pferde sind ja eigentlich voll schön, warum magst du sie nicht? Und ich dachte mir so, ja, ich weiß auch nicht, ich konnte mich nie richtig mit ihnen anfreunden. Und ich dachte, wir können ja jetzt ein Format starten, in dem ich versuche, meine Pferde, die ich nicht besonders mag, aus meinem Stall zu reiten und vielleicht das eine oder andere Positive an ihnen zu entdecken. Und vielleicht werde ich sie am Ende des Tages dann doch mehr mögen wie am Anfang. Wir fangen gleich an, nämlich mit meinem größten Fehlkauf, Gold Dust. Jedenfalls dachte ich das bisher. Und wir werden uns einfach mal alles an ihm angucken und vielleicht finden wir ein paar positive Sachen, mit denen ich mich anfreunden kann. Und ja, vielleicht ändert sich meine Meinung ja. Zuerst mal dachte ich mir, weil Weihnachten ist, bekommt Gold Dust jetzt ein neues Outfit. Und das suchen wir uns jetzt schnell aus. Okay, also wir haben uns jetzt ein Outfit ausgesucht. Es ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe, aber irgendwie dachte ich, okay, probier mal was Neues aus. Ich trage nie grün. Ich trage wirklich nie grün. Und naja, wir gehen jetzt einfach mal los. Ich fühle mich gerade echt nicht, als wäre ich auf meinem eigenen Account. Aber wir gehen jetzt wirklich einfach mal los. Und dann, okay. Okay, ich würde sagen, wir reiten einfach mal ein kleines Stückchen. Ich muss ja sagen, in der nicht verwandelten Form gefällt mir dieses Pferd eigentlich gar nicht so schlecht, außer die Mähne. Mich haben damals die blauen Augen so begeistert. Okay, also ich muss sagen, den Schritt mag ich immer noch nicht. Aber man kann ja noch überzeugt werden, oder? Naja, der Trab wäre gar nicht so schlimm, würde die Mähne nicht so komisch wackeln. Ja, das geht eigentlich. Ich finde, es sieht gar nicht so schlimm aus, wenn... Oh, das schon. Wenn wir hier im Jagdgalopp sind, dann sieht es eigentlich ganz okay aus. Aber jetzt lasst uns mal das Pferd verwandeln. Denn, ja, da bin ich immer so ein bisschen kritisch. Ich glaube, irgendwo im Wald konnte man das Pferd verwandeln. Und zwischendurch ein Bild. Okay, ich bin jetzt mal ganz gespannt, wie das Pferd auf dem Bild aussieht. Und ganz ehrlich, es sieht eigentlich echt süß aus. Also auf dem Bild gerade. Guckt mal, so mit dem grünen und den blauen Augen von unserem Charakter und unserem Pferd. Muss ich sagen, finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wie gesagt, die Mähne, die stört mich einfach extrem. Ich finde es total schade, dass man die nicht ändern könnte, weil dann würde ich dieses Pferd tausendmal lieber mögen. So. Okay, irgendwo hier sollte sich unser Pferd ver... Ah, ja. Es passiert schon. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Oh Gott. Also ich finde das Goldene wirklich nicht schön. Das gefällt mir echt nicht. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann sage ich einfach nur so, nee. Nee. Muss jetzt nicht sein. Muss jetzt nicht sein. Gehen wir noch ein bisschen mehr. Naja, es sieht jetzt nicht irgendwie hässlich aus, aber ich würde dieses Pferd einfach nicht reiten, weil es mir einfach nicht so zuspricht. Jedenfalls im verwandelten Modus quasi. Aber wir probieren doch nochmal aus dem Wald rauszureiten, damit sich unser Pferd wieder normal zurückverwandelt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zustand hat es mir deutlich besser gefallen und
Ja, eigentlich relativ gut. Aber verwandelt sieht dieses Pferd für mich nicht schön aus. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich es gekauft habe. Ich kann es euch nicht sagen. Wahrscheinlich nur, damit ich es gehabt habe. Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, die Farbe von dem Pferd unverwandelt ist ja mal mega süß. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie so knuffig war. Guckt mal. Nochmal ein schönes Bild hier. Das sieht doch echt schön aus. Jetzt mal ehrlich. Seht ihr? Also ich finde, das sieht eigentlich echt cool aus so. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Außer wie gesagt die Mähne. Die gefällt mir immer noch nicht. Aber ganz ehrlich, so hässlich ist dieses Pferd überhaupt nicht. Es ist eigentlich ganz süß. Nur im verwandelten Zustand gefällt es mir einfach nicht. Wenn es so golden ist. Aber ganz ehrlich, ihr solltet öfter mal eure Pferde reiten, die ihr nicht so gerne mögt. Denn ich finde, das hilft extrem. Oder Bilder machen oder so. Ich finde es nämlich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Wir gehen jetzt doch nochmal in Pferdefriseur. Wer weiß, ob man nicht doch irgendwas kaufen kann. Bitte. Ach, leider nicht. Das ist blöd, aber egal. Ganz ehrlich, unverwandelt sieht es eigentlich total knuffig aus. Und deshalb kann ich mich da eigentlich auch nicht beschweren. Meine Meinung zu diesem Pferd hat sich jetzt prinzipiell etwas verändert. Ich werde es definitiv noch ein paar Mal reiten, weil es im unverwandelten Zustand eigentlich echt süß ist und total schön für Bilder geeignet ist. Und ihr habt ja gesehen, wie süß es immer guckt. Aber im verwandelten Zustand, also wenn es Gold wird, finde ich es ehrlich gesagt nicht so toll. Und es sieht einfach, ja, es gefällt mir einfach nicht. So, aber da wir heute noch ein bisschen mehr vorhaben, werden wir direkt auch unser nächstes Pferd aufsatteln. Und zwar ist das Stormhunter. Stormhunter und ich waren oft zusammen unterwegs. Allerdings war es dann so, dass ich mit der Zeit immer weniger mit ihm gemacht habe oder immer weniger ihn geritten bin in Star Stable. Und letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass er nur noch in der Box stand und ich mir gedacht habe, jetzt lass mal. So nach dem Motto. Aber eigentlich ist es ein total knuffiges Pferd und deshalb müssen wir auf jeden Fall unser Pferdchen mal wieder aus der Box holen. Wir nehmen einfach mal irgendein Outfit, das einigermaßen akzeptabel aussieht. Hier, das können wir jetzt einfach mal drauf behalten. So. Stormfire ist wirklich schon ein altes Pferd von mir. Ich muss sagen, wie gesagt, eins der ersten Pferde, die ich je hatte in Star Stable. Und es steckt im Sattel drin. Ich finde es etwas schade, dass die wirklich so untergegangen sind. Aber was soll man tun? Ich habe das Gefühl, diese Pferde sind unfassbar schnell. Guckt mal. Oder kommt es nur mir so vor? Also mir kommt es so vor, als wären diese Pferde echt schnell. Die Gangarten sehen eben einfach nicht realistisch aus, wenn ihr seht, wie es im Hinterbein da sich bewegt. Der Kopf ist viel zu groß. Araber haben nicht so große Köpfe. Die haben eher kleine, dezente Köpfe im Vergleich zum Rest des Körpers. Und ich finde den leichten Galopp deutlich angenehmer. Der sieht eigentlich auch echt schön aus. Aber wirklich, der Jagdgalopp hier, der sieht schrecklich aus. Genauso wie der Trab jetzt, den wir sehen. Der ist noch okay. Den finde ich eigentlich ganz süß, außer diese Fehler dort hinten, die da gemacht wurden. Damals ist es mir gar nicht so aufgefallen, weil ich damals auch noch nicht diese Ansprüche an Star Stable hatte, die ich jetzt habe. Weil es eben so viel Neues gibt. Aber der Blick dieses Pferdes ist einfach nur süß. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Also der Kopf, muss ich sagen, ist einfach nur mega gelungen und unfassbar knuffig. Da gibt es einfach nichts zu reden, denn der Kopf ist einfach so süß. Ihr müsst euch das mal angucken. Das ist ja mal mega knuffig, oder?
aber leider bin ich vom Rest wirklich nicht mehr überzeugt. Allerdings muss ich sagen, dass Stormfire für mich einen hohen Erinnerungswert hat und ich Stormfire deshalb niemals verkaufen würde. Weil er war eben damals das Pferd, auf dem ich fast die ganze Zeit geritten bin. Okay, es ist nicht ausgelevelt, aber fast wenige meiner Pferde sind ausgelevelt. Und deshalb muss ich einfach dazu sagen, ich werde dieses Pferd in guter Erinnerung behalten, aber momentan würde ich es jetzt nicht öfter reiten, einfach weil mir die Gangarten nicht mehr gefallen und weil Star Stable sich einfach so sehr weiterentwickelt hat, dass ich das nicht mehr so, ja, eher mal für Bilder oder sowas oder schon alleine, wie gesagt, als Erinnerungswert. Aber so zum Reiten, alltäglichen Herumreiten oder Leveln, würde ich jetzt eher sagen, nein. So, das waren unsere zwei Pferde für heute. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ein Video machen mit anderen Pferden, von denen ich mich dann auf ein neues versuche zu überzeugen. Und mein Fazit daraus ist, dass beide Pferde eigentlich was ganz Tolles an sich haben, aber beide nicht so für mich gemacht sind. Und ja, letztendlich, bei Stormfire bin ich froh, dass ich sie gekauft habe, oder ihn. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was das jetzt sein soll. Weil, wie gesagt, ich so viel Star Stable-Geschichte mit Stormfire erlebt habe. Und eine richtig süße Schnauze hat die Süße. Und Gold Dusk ist im unverwandelten Zustand auch echt süß und da kann man auch nichts sagen. Aber in Gold wird mich vermutlich niemals überzeugen, aber es ist doch schon mal ein Fortschritt und deshalb schreibt in die Kommentare, wie ihr euch diese Art von Video gefallen hat. Das war jetzt ziemlich random, aber ich dachte, ich mache das einfach mal so, wie ich es mir so in meinem Kopf ausgemalt habe. Und deshalb, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. When you're on my side, only shoot the